Willkommen zum zweiten Video. Heute geht es um die erste technische Zeichnung oder auch technische Skizze genannt. Was braucht ihr dazu? Ihr braucht ein Geodreieck. Wenn ihr in der Schule seid, könnt ihr ein Zeichenbrett nehmen. Dadurch wird die Sache auch etwas leichter. Und ihr braucht einen Bleistift. Das braucht ihr als mindestens. Sinnvoll ist es auch, ein Radiergummi zu haben, damit ihr dann Sachen auch nachher wegradieren könnt, wenn sie falsch sind. Im Idealfall habt ihr nicht nur einen spitzen Bleistift, sondern habt Feinminenstifte, mit denen wird eigentlich gezeichnet. Die gibt es in drei verschiedenen Stärken: 0,7, 0,5 und 0,35. Wenn ihr die habt, bringt die bitte mit, denn damit zeichnen wir im eigentlichen Sinn alles. Dadurch werden die Zeichnungen besser, schöner und man kann sie besser erkennen. Ich zeichne heute mal mit dem 0,7er und dem Geodreieck. Das reicht für heute, für die ersten Skizzen jetzt erstmal. Ich habe euch schon gesagt, wir haben drei verschiedene Ansichten. Und diese Ansichten möchte ich nun auch zeichnen. Wir haben die Vorderansicht, die Seitenansicht von links und die Ansicht von oben. Damit man das besser erkennen kann, habe ich hier verschiedene Punkte oder verschiedene Striche in verschiedenen Farben markiert. Dann könnt ihr nachher auch sehen, welche Linie was ist. Wir beginnen immer mit der Vorderansicht. Die Vorderansicht hier, alle Kanten sind 3 cm lang. Wir geben Maße immer beim technischen Zeichnen in Millimeter an, also 30 mm. Und die zeichne ich nun mal. Von vorne sehe ich nichts anderes, wenn ich hier nur von vorne drauf schauen würde, wie ein Viereck. Um euch nun auch zu zeigen, die rote Kante hier wäre hier. Zeichne ich auch diese hier ein. Markiere ich die mal rot. Das hier wäre die Vorderansicht. Nun kommt die Seitenansicht. Wir nehmen den Würfel und kippen ihn auf die Seite. Nun hätte ich auf dieser Seite, würde ich das Rote sehen, den Querbalken oben, das wäre hier die blaue Linie, und dann hätte ich noch hier diese beiden Linien, die keine Farbe haben. Und somit habe ich meine Seitenansicht. Nun geht es noch um die Draufsicht. Die Draufsicht nehme ich die Vorderansicht und kippe sie nach oben. Nun hätte ich als allererstes meine braune Linie hier hinten. Dann, wenn ich von oben drauf schaue, wäre hier meine blaue Linie. Und zu guter Letzt die beiden schwarzen Linien hier. Und hätte somit meine Draufsicht. Ihr seht, bei den verschiedenen Ansichten, die werden immer unterschiedlich gekippt. Das ist jetzt erstmal nur eine erste Übung, die ich hier jetzt gezeigt habe. Um das Ganze nochmal verständlicher zu machen, zeige ich euch nun noch ein kurzes Bild. Dieses Bild ist aus einem alten Technikbuch, aber ich finde, es erklärt die Sache eigentlich ganz gut. Wenn wir uns hier in der Mitte erstmal unser Werkstück angucken, das ist die Ansicht, sind hier die Ansichten. Wir haben die Vorderansicht hier grau markiert. Das sind diese beiden Flächen. Wenn ich die nun nehme und von hier anschaue, bekomme ich
dieses Bild hier nach hinten. Das kann ich 1:1 wirklich nach hinten zeichnen. Hier ist das obere Feld, die Kante wird als Linie einfach dargestellt und das untere Feld. Wenn ich mir die Seitenansicht von links anschaue, das sind hier die roten Felder, das wird direkt hier hinten dran gezeichnet. Auch hier wieder das untere Feld und das obere Feld. Und dasselbe, wenn ich von oben schaue, sind das meine drei Felder, das rechte obere Feld, das hier, das linke Feld, das hier und das rechte. Wir zeichnen bei der zweidimensionalen Zeichnung diese Sachen immer als 2D-Bild. Das bedeutet, Kanten werden einfach als gerade Linien dargestellt. Wenn ich nun dieses Teil nehme und es aufklappe, also ihr müsst euch das gerade vorstellen, das ist wie ein Buch und ich klappe es nun auf, dann bekomme ich Folgendes. Das hier ist die Vorderansicht. Das hier die Seitenansicht, die ist rechts daneben und es wird von der linken Seite drauf geschaut und meine Draufsicht. Was fällt nun auf? Ich bleibe immer in derselben Größe. Das heißt, ich weiß, meine Linienachse Nummer 1 muss ja dieselbe sein wie bei meiner Draufsicht, denn ich verändere in der Größe überhaupt nichts, sondern die Größe bleibt gleich. Dasselbe hier und auch die Kanten. Die Kante, die ich hier sehe, die habe ich nicht nur hier gezeichnet, sondern auch hier, nur von einer anderen Ansicht. Das heißt, der Punkt muss derselbe bleiben. Dasselbe gleich bei der Seitenansicht. Auch hier weiß ich, dass die Kante, die hier ist, die Linie hier sein muss. Über die Spiegelachse kann ich dann theoretisch das hier auch spiegeln. Das heißt, wenn ich zwei Seiten gezeichnet habe, ergibt sich die dritte im Normalfall automatisch. Hört sich jetzt alles noch etwas schwierig an. Das werden wir nach und nach noch miteinander üben und zeichnen. Das aber als erste Info. Wichtig heute war, wir haben eine Vorder-, eine Drauf- und eine Seitenansicht. Und diese sind quasi wirklich direkt dieses Teil nur nach hinten und auf die Seite gespiegelt. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.